So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren schnellen Aufnahmerunde, weil schon wieder der Tag rum ist und ich immer noch wieder keinen Part für morgen habe. Also ich nehme gerade wirklich immer direkt am Tag vor der Aufnahme, also vor dem, ist egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will, bis ich es geschafft habe, mich vernünftig auszudrücken. So. Gut. Das vernünftig ausdrücken hebe ich mir für den Unterricht auf. Dann ist sämtliche Kapazität verbraucht und dann wird nur noch rumgebabbelt. Ja. Haben wir Bild? Wir haben Bild. Gut, fantastisch. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben das Yoshi-Level. Und wir haben Feuerblume. Und wir haben Cape Expert. Ich denke, die drei kriegen wir heute hin. Und dann haben wir noch einen Part Abschlussprüfung. Ist es Abschlussprüfung oder wie heißt der Quatsch? Abschlusstest, meinetwegen auch das. Und ich denke, da wird auch einen Part beanspruchen, so in etwa der Plan. Okay, schauen wir mal ins Yoshi-Level rein. Was erwarten Sie da? Was haben Sie da aufgebaut? Okay, ach so! Ja. Oh, wow! Oh wow, habt ihr dieses Design-Meisterwerk einer blauen Shell in der Wand gesehen? Also, ich bin ja nicht der, da ist eine falsche Ecke-Typ. Aber das ist schon ein Design-Meisterwerk erster Güte. Also, hu. Da muss ich erstmal runterfallen vor Freude. So, ja, großartig. Ich wette, die blaue Shell ist für ein Yoshi. Ich wette, da ist einfach ein Yoshi in dem Keks. In dem Keks. In der Kiste drin. Ja, genau. Und dann ist die Shell für Yoshi. Also. Gut, jetzt war denen halt egal, wie es aussieht, aber. Uff. Uff. Ich meine, da hätten wir auch einfach eine normale Plattform setzen können mit einer Shell drauf. So, es ist ja nicht mal wichtig, dass die in so einem Ding drin ist. Aber gut, hey, was soll's. So, lange nicht mehr mit Yoshi geflogen. Und wir haben den lustigen Glitch Yoshi. Das heißt, da kommt gleich noch ein Yoshi. Das sehe ich ja daran schon. Wenn noch ein Yoshi ins Bild geladen wird, dann geht Yoshi ja kaputt. In Anführungszeichen. Das heißt, da weiß ich schon, da kommt der nächste Yoshi. Dann kann ich Yoshi da schon mal droppen. Dann ist Yoshi hier nur dafür da, um die Shell hier rüber zu transportieren. Und ja, da. Ah, ja, so ist sogar ein kleiner Yoshi. Ah, jetzt wird. Dieses Level ist ein Meisterwerk an. an Grafik. Okay. So, tschüss, Yoshi. Okay. Ja, ist sehr gut. Genauso machen wir das. Also, ja. Ich bin noch ein bisschen erstaunt. Ich meine, was mache ich? Oh mein Gott. Was tue ich? Wobei, kann ich nicht sogar den anderen Yoshi am Leben lassen? Ich meine, wenn der Kleine groß wird, wird er ja trotzdem zum Yoshi. Oh mein. Dann wird doch einfach der jetzt da ist, unsichtbar, ne? Das ist doch alles. Das darf er ja werden. Dann habe ich hier keinen Stress. So. Ach nö. Ich bin aber auf das Cape Expert Level gespannt. Wenn da nicht am Ende so ein Gleiten an der Wand kommt, dann weiß ich auch nicht. Das kommt ziemlich sicher. Oh mein Gott, ich krieg den Sprung nicht hin. Ist das traurig? Das war ein bisschen zu bald. Aber nur ein kleines bisschen.
Dadurch, dass es auch der Höhlenhintergrund ist, passt die Yoshi-Musik halt irgendwie nur zu Yoshi, aber nicht zum Hintergrund. Aber das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. So, yeah! Ach so! Das ist in der Luft dann. Oha, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Meine Zielgenauigkeit ist überragend schon wieder. Nimm doch die Shell mit. Was hättest du davon gehalten, Kollege? Nur weil sich die Plattform bewegt, bin ich schon wieder überfordert. Das ist echt traurig. So, zack, zack. Alles gut. Alles gut. Es ist alles fantastisch. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. So. Ach so! Das ist nicht mal... Na, Schande. Ich dachte jetzt so, hä? Ich bin ja komplett doof. Ich dachte, das sind Ropes und wenn ich Yoshi hochschmeiße, landet der oben. Das ist einfach eine Wand. Also das ist einfach fest. Dann kann ich Yoshi ja einfach hochschmeißen. Dann muss ich ja nicht rumspringen wie ein Blöder. Oh Mann. Das ist ja viel einfacher als gedacht. Also normalerweise sind Ropes halt durchlässig. Und, ja. Dann kann ich einfach die... Kann ich nicht eigentlich auch... Nee, kann ich nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Ich wollte sagen, von der Plattform aus direkt weiter. Das wird aber nicht funktionieren. Was anderes kann ich aber machen. Kriege ich das hin? Nein! Aber dann hätte ich hier Yoshi. So machen wir es. So machen wir es. So machen wir es. Hi. Nee. Bidi 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 didi 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 didi. No! Ist vielleicht doch nicht so gut, wenn der da schon zu Yoshi wird, weil... Habt ihr selber gesehen. Ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Oh! Oh! Andere Idee. War was? Ich habe nichts bemerkt. Okay, jetzt haben wir den Yoshi-Körper. Der ist auch ganz fantastisch. Na gut, der schmeißt jetzt halt die da hoch. So. Jetzt brauchen wir noch ein Essens-Item. Was? Ich wollte gerade fragen, was soll das darstellen? Sieht das hier jetzt aus? Okay. Was ist das? Sind das einfach Todesblöcke? Sind das Manche in der Luft? Weil normalerweise töten mich diese Kanonenteile nicht. Das möchte ich mal kurz betonen. Also das Level ist ja wirklich ein Designmeisterwerk erster Güte. Also sehe ich das einfach wie Hindernisse an und ich versuche durchzuspringen. Gut.
Also hier hat jemand... Kommt hier ein gelber Koopa oder... Hä? Ich bin komplett dumm. Ich bin... Oh mein Gott, ja, Yoshi macht die Blöcke auf, natürlich. Yoshi macht die Blöcke auf, Yoshi macht die Blöcke auf. Habe ich nicht nachgedacht, sorry. Oh. Yoshi macht natürlich die Blöcke auf, solange er klein ist. Yoshi hat ja einen Dickschädel. Insofern passt die Geschichte. Nächster Yoshi. Ah, jetzt muss ich springen und schießen, sodass ich die wegmache. Yes. No. Okay. Aber da hinten wird dann sicherlich gleich das Ziel kommen, so von der Länge her. Hat man dann die die normale Levellänge erreicht, die sie sonst hier so haben. Also, das Level macht mich fertig. In jeglicher Hinsicht. Was ist da? Warum? Warum? Boah, dass man da in die Mansche reinrennt, ist halt gefährlich. So. Jetzt. Yes! So, und jetzt wahrscheinlich kommen da drei Bären. Nein, hä? Ach, Leute. Na gut, dann halt so. Oh, Schande. Ich hoffe, ich brauche den nur... Nein, das wird nicht funktionieren. Wobei, Yoshi ist ja hier oben. Ich habe zu spät gedrückt. Ja, ich hätte den anderen nicht wieder reinladen dürfen. Das war nicht so gut durchdacht an der Stelle. Ach Mensch. Sehe. Gerade wollte ich es noch sagen. Ich sehe mich eigentlich noch in den Mannschaften reinrennen und dann, ja, es ist auch passiert. Ganz klar. Ganz klar. Wenn man es sagt, passiert es auch. Nein. Nicht schon essen. Erst die Arbeit, dann das Essen. Das war eine ungünstige Kombination. Ah. Ich wollte eigentlich nur den Block anspringen und bin aber auf Yoshi gleichzeitig aufgestiegen. Mamma mia. So. Ach Gott, ey. So, zack, 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 zack. Ja, vielleicht auch so. Machen wir einfach beide gleich auf mit Yoshi. Warum nicht? Eieieiei. Bitte nicht mehr in den Mansion reinrennen. Vor allem nicht durch Ankündigungen vorher. Das ist halt noch bescheuerter. So, ich möchte aber nicht in der Luft. Na, das in der Luft ist sehr unangenehm. Was machen wir mit einem komischen Yoshi? Ach, jetzt ist er... Ach so, ja klar, weil jetzt der Yoshi entstanden ist. So. Ah, da in der Luft Yoshi ist eine Geschichte. Wir machen es mal, wir probieren es mal aus, ne?
Wir probieren es mal aus. Ob ich das auch kann. Ja, ist eine Geschichte. So viel dazu. Große Geschichte gewesen auf jeden Fall. Ah, dann weiß ich jetzt auch, wie man den Anfang eigentlich spielen soll. Ah, ich bin einfach doof. Wir machen das kurz nochmal. Wait, wo bin ich? Warte, soll das? Was ist denn mit diesem Level los? Hallo? Aufwachen. Aufwachen. Yo! Jetzt ist alles kaputt. Jetzt ist alles kaputt. Aber hier hinten geht's nicht. Hä? Da geht's weiter? Soll das passieren? Also soll das Level hier noch nicht zu Ende sein? Soll man Yoshi hier noch... Aber ich kann doch Yoshi hier gar nicht noch haben. Ich muss doch hier mit Yoshi... Jetzt bin ich erst recht irritiert. Ich muss doch hier mit Yoshi abspringen. Und normalerweise ist das Ziel ja funktionstüchtig. Also, dass das Ziel gerade nicht funktioniert hat, war ja an sich nur ein Glitch. Allerdings ist der Moment auch so knapp, ich könnte Glück haben und es alleine durch die Kameraeinstellung verhindern. Oder geht das so? Konnte man es so irgendwie verhindern? Nein? Mal gucken. Funktioniert's? Sieht gut aus. Keine Ahnung, ob das jetzt das gedachte Ziel... Ich frag bei dem Level gar nicht mehr. Aber wir machen jetzt den Anfang nochmal in richtig. Ich bin ja unten durchgeflogen. Wir machen den Anfang jetzt nochmal in... Ja, in richtig. Das war jetzt wieder, ne? Das war jetzt wieder der Moment, wo ich dann irgendwann sage, hä? Haben wir eigentlich oben drüber? Nein, das haben sie verhindert. Haben wir hier hinten? Ne, das kann auch nichts sein. Also, ne, aber das war jetzt ganz merkwürdig wieder hier. So. Also so. So. So, und dann von unten nach oben springen. Dann ist das eigentlich ganz einfach. Ich habe das völlig falsch gelesen. Ich habe es eigentlich gar nicht gelesen. Wenn wir mal ehrlich sind, habe ich es eigentlich gar nicht gelesen. Ich will es jetzt einmal nochmal richtig machen, dass es nicht heißt... Ne? Das wollen wir nicht. So. Ach, komm schon. Aber unten durchfliegen ist ja... Naja, das ist ja wirklich Tricksen. Auch wenn das Level es mir hergibt, aber... Naja, muss nicht sein, ne? Na, ja gut, aber so wird es gehen. Ihr habt es gesehen. Jetzt hätte es halt noch passen müssen. Passt schon. Okay. Feuerblume. Natürlich in einer Lava-Welt.
So, da ist die Feuerblume weg. Ich hoffe, ich brauche sie nie wieder. Das war nicht, was ich wollte. Ah, ich muss eh groß sein. Okay. Gut, dass wir das schon mal gesehen haben. Ich hab nicht nachgedacht. Natürlich, klar. Okay, das ist alles. Das ist alles. Das ist der Midway Point. Gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da ist ja noch nicht mal Kaizo dabei. Was ist jetzt hier Kaizo an dem Weg bis zum Midway Point? Nix. Ja, dann das war's wieder komplett. Ja, okay, es ist natürlich blöd mit einer Disco-Shell, mit einer roten Shell einen Shell-Jump zu machen. Mit einer Feuerblume einen Shell-Jump zu machen, wollte ich sagen. Weil es halt passieren kann, ich brauche gar nicht sagen, was passieren kann. Ihr habt es gesehen. Dass man sie sich abschießt, anstatt drauf zu springen. Ah, komm schon. Ah, bei einer Feuerblume ist man so. Und dann ist es auch noch aus einer Bewegung raus. Ah, das ist ein fieser Shelljump. Das ist ein fieser Shelljump. Das war's. Das war's auch. So. Das wird jetzt gut getimed sein. Aber an sich gut, danke. Dürft. Oh, Blag. Blagsprünge. Wer liebt sie nicht? Kann ich direkt drauf, wenn der rausgeht? Ja, okay. Oh, ich wette, aber ich muss. Das ist ja ekelhaft. Muss ich direkt auf den Spinies landen? Ja, das geht auf jeden Fall. Yikes. Okay, da muss ich länger aushalten. Ich muss aber die Pflanze auch reinladen vorher. So lade ich die garantiert nicht vorher rein. So lade ich sie vorher rein. Ach. Ah, ne, die wird auch so reingeladen. Alles gut. Ja, das ist halt das Problem an Spin-Jumps mit der Blume. Vor allem, ich krieg direkt. Ach komm. Ach komm, baut halt eure Level so, dass man sie auch nicht breaken kann. Wenn ich hier drüben die nächste Blume kriege. Was? Ah. Und dann räume ich halt erst ab. Und schieß dann durch. Oh mein Gott, ich bin zu langsam. Hä, ich kann doch aber auch.
Also für die unteren Level hier haben sie sich auf jeden Fall was beigedacht. Ich bin... Oh mein Gott, nee. Sorry. Also... Ich bin so irritiert, dass ich komplett Müll spiele. So. What now? Und jetzt? Jetzt habe ich mir den abgeschossen, den ich brauche. Wollt ihr mich eigentlich komplett foppen? Habe ich jetzt die Münze eingesammelt von dem Kollegen? Oder kommt er wieder? Ich habe die Münze eingesammelt. Nee. Das heißt, ich muss vor dem da drauf kommen. Ja, okay. Ich brauche die Blume bestimmt nochmal. Ja, klar. Also gut. Jetzt nochmal ein richtig. Nein! Es ist schon traurig, wie viel Break-Potenzial in den Leveln teilweise drin steckt, ne? Wer hätte meinen sollen? Och komm, wie mache ich das denn, dass das nicht passiert? Ich meine, ich habe ja einen Trick gefunden, ich kann mich ja hier treffen lassen, aber das kann auch nicht die Lösung sein. So. Ach, ich hab mich hingehauen. Ach komm, ganz ehrlich. Wir haben eh schon zwei Blumen. Dann können wir jetzt auch so hier ganz kurz durch. Okay, jetzt müsste ich aber retten können. Die müsste ich wieder reinladen können. Solange ich die Münze nicht einsammle, yo. Na, alles, was man nicht einsammelt. Alles, was man nicht einsammelt, ja, wie auch immer. Brauche ich beide Blumen? Na, ich glaube, eine würde reichen. Kurz mal testen. Ja, eine reicht. Ganz merkwürdiges Level wieder. Ganz merkwürdig gebaut. Okay. Schau die Episode. Nee, danke. Cave Expert. Sind wir Experts? Ach, der fährt los. Das ergibt Sinn. Also wir stellen uns vor, ich hätte die Cave noch. Die Cave? Die Cape. Ja, moin. Oh mein Gott. Spin-Jumps länger aushalten ist auch noch so eine Geschichte für sich. Ah. Immerhin ist die Cornelia-Musik gut.
Ach komm, ich will doch nur den Rhythmus finden. Danach ist Chill angesagt. Das war nicht der Rhythmus. Ach, wieso krieg... Wieso kriege ich den Rhythmus nicht hin? Jetzt! No! No, was... Nein! Ah! Ah. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Also, dieser Anfang. Wenn ich das schon sehe, wenn ich das schon sehe, wie es gebaut ist. Natürlich mache ich diesen Glitch. Wir gucken uns das gleich noch richtig an, aber wir überfliegen es mal eben schnell. Also, das ist ja prädestiniert für den Glitch. Da passiert da ja sogar versehentlich bei manchen. Ja, dann machen wir wieder ganz viel von dieser Shell-Geschichte hier. Da gehe ich jetzt nicht ran, sonst ist der Glitch kaputt. Dann kommt der Midway-Point. Kommt die nächste Cape. Dann fliegen wir eine Runde. Dann fliegen wir eine Runde hoch. Oh weia. Oh weia. Und das ohne selbst. Ah, das ist ekelhaft. Dann kommt Yoshi im Flug. Dann kommt einfach Yoshi im Flug. Ah, und jetzt ist mein... LOL! Wenn ich auf Yoshi steige, ändert das nichts am Klettereffekt. Es ändert nur was, wenn man wirklich wieder klettert. Oh, das wusste ich. Das ist auch cool. Das haben wir noch nie wirklich bewusst so wahrgenommen, ne? Okay, hier brauche ich halt noch die Feder. Oh, shit. Ha! Ich kann mich nicht ducken. Ich komme hier geduckt nicht durch. Weil ich sofort klettere, wenn ich nach unten drücke. Das ist die Brake-Sicherung. Wir haben die Brake-Sicherung gefunden. Ist zwar völlig unbeabsichtigt, aber wir haben die Brake-Sicherung gefunden. Ich kann mich nicht ducken, ich muss mich treffen lassen und dadurch ist die Feder weg. Und die brauche ich bestimmt noch. Ich wette, die darf ich nicht einsammeln. Ich kann immer noch klettern, weil ich nicht hier dran geklettert bin, sondern nur durchgesprungen bin. Ja, moin. Wir haben die Break-Sicherung doch nicht gefunden. Okay, das ist dann wirklich das Ziel. Faszinierendes Level, hätte ich mal gesagt. Oh Mann, ey. Aber mit Yoshi, die Bären holen, ich weiß auch, ich weiß nicht. Oh. Aber wir haben jetzt jedes der letzten drei Level breaken können. Sehe ich das richtig? Das Feuerblumen-Level nur so teilweise.
das Yoshi-Level mit der blauen Shell ist schon ein böser Projekt, weil du kannst ja weiter unten durchfliegen. Es ist ja nicht nur an der Stelle möglich. Scheiße. Es ist ja nicht nur an der Stelle möglich. Das kannst du ja überall machen. Das sind schon Heavy Breaks. Jetzt hier das Klettern. Naja. Entweder die wussten's und es war ihnen egal, weil sie gesagt haben, jeder soll spielen, wer möchte. Oder sie wussten's nicht, aber dass sie es nicht wussten, kann ich mir nicht vorstellen, weil sie jetzt ja, wenn sie ein Kaizo, ein Kaizo-Projekt haben, dann werden sie ja ein bisschen sich mit solchen Tricks auskennen. Ich weiß ja nicht, was die sonst für Kaizo-Zeug spielen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es war ihnen egal und sie haben es gewusst. I don't know. Ach, komm schon. Ja, genau so. Nee, so nicht. So eben grottnett. Ich setze hier mal ein State. Ja, genau, wegen sowas. Wieso ist die jetzt so komisch da rund? Ach, ich muss die erst in die Hand nehmen, ne? Scheibe. Ja, ja, klar. Ja, komm, so schlimm war das jetzt auch nicht. Wie ist jetzt hier das mit dem Fliegen gedacht? Weil ich komme ja hier nicht schnell genug. Okay, welche Art von Flug haben die sich hier vorgestellt? Also, der Drehflug kann es ja eigentlich auch nicht sein, weil der Drehflug, da kommt man ja nicht schnell genug da hinten hoch. Aber der kann es auch nicht sein. Wollen die, dass man hier sehr langsam fliegt? Also, dass ich sozusagen hier an Geschwindigkeit verliere? Und dann mich da Stück für Stück nach oben arbeite? Das wäre halt eine Möglichkeit, die mir spontan einfällt. Ich drücke immer die falsche Taste, es ist unfassbar. So, jetzt. Jetzt bin ich zwar ganz weit unten, aber auch von ganz weit. Na! Jetzt nicht mehr. Jetzt haut's nicht mehr hin. Außer ich krieg mich gedreht und komm wieder zurück. Ja! Ja! Nein! Hatte. Das war die falsche Taste. Jetzt haben wir's. Das ist, was ich wollte. Ich weiß nicht, ob das ist, was gesucht war. Dass man auf die Art und Weise da hochkommt. Aber so geht's jedenfalls. Yikes! Geht doch nicht. Wollte ich nicht. Ach, komm schon. Nee, jetzt mal ernst, wie wollen die, dass man hier durchfliegt? Wie wollen die, dass man da durchfliegt? Huch.
Weil selbst hier, also so direkt nach oben schieße, kann ich ja nicht schießen. Das würde ich mir tatsächlich dann mal gerne im Video nachher angucken, was die da sich vorgestellt haben. Weil so ganz das hier kann es ja doch nicht sein. Gibt es irgendeine Technik, die ich verpeilt habe, die man hier einsetzen kann? Außer sich eben so Stück für Stück nach oben arbeiten? Ich meine, jetzt funktioniert es von dem Hocharbeiten. Jetzt komme ich auch hoch genug. Aber es ist kritisch weiterhin. Okay. Ja, aber trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt die Lösung war. Oder ob die sich den Flug anders vorgestellt haben. Egal. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. Zumindest einmal. Das fände ich schon ganz gut. Jetzt muss ich wieder an Höhe gewinnen. Yes! Yes! Geh weg! Okay. Oh boy. Und jetzt hier passend durch. Okay. Puh. Oh, jetzt kommt Yoshi. Oh, jetzt wird's böse. Ja, genau deswegen. Na, die Animation bleibt gleich. Aber man zieht's halt nicht mehr und dadurch wird's deutlich schwieriger zu steuern. Ja, scheiße. Und ich habe vor allem keine Chance mehr, mir die zurückzuholen. Nee. Okay, wie ist diese Passage? Es kann nur der langsame Flug sein. Was anderes funktioniert hier ja nicht. Aber bei Yoshi wird's. Oh, Yoshi wird unangenehm. Yoshi wird richtig. Oh Gott. Ja. Yoshi wird richtig unangenehm zu steuern mit dem Flug. Oh, mit dir. Nein, Mario, nicht nach hinten. Na, aber weil so kommt man ja nicht hoch. Das geht ja nicht. Und ich kann auch nicht vorher so einen crazy Sprung nach unten machen, dass der mich bis da hochzieht. Das geht auch nicht. Also entweder ich verpeile irgendeine Flugphysik, die es gibt, oder die wollen wirklich, dass man hier entsprechend langsam wird. Und dann so Stück für Stück sich hier hocharbeitet. Ach Mist. Hoch. Hoch. Nein. Kann ich eigentlich auch hier unten durch? Nee. Also, ja, also ganz verstehe ich hier noch nicht, was ich tun soll. Muss ich leider gestehen. Nee, okay, egal. Es geht nur langsam hoch. Es kann nicht anders gedacht sein. Es kann nur dieses gedacht sein. So, State. Ich setze für Yoshi auf jeden Fall einen Safe State, aber sowas von. Okay. Oh, der war knapp. Okay, so, Yoshi State. Weil ihr habt es ja gesehen, ne? Die Grafik ändert sich und dann muss man. Na, super. Dann muss man den Rhythmus.
gibt's doch nicht. Da muss man den Rhythmus halt genau beibehalten. Oh, yes. Oh Gott. Ist das eine schwere Geburt. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier hin. Und im Prinzip haben wir... Das verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht. Das lässt sich so komplett breaken. Ich meine, die wollen, dass man mit der Feder da drüber fliegt. Aber du hast hier eine Anlauffläche. Du kannst einfach komplett überfliegen. Also, I don't know. I don't know. Ich weiß es einfach nicht, was sie sich gedacht haben. Nicht sehr durchdacht, die Level teilweise. Nicht sehr durchdacht. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal der Abschlusstest. Ob wir bei dem auch spicken können oder Unterschleif begehen können, werden wir sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.